Kennen wir diese ganzen Orte nicht? Doch, wir kennen sie. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Da kämpfte ich und tötete zahllose Feinde. Ehre und Ruhm gebührten mir. Aber obwohl ich focht, bis der Wüstensand rot von Blut war, konnte ich den Tod nicht besiegen. Nein! 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 Das Mädchen ist ohnmächtig. Gib mir den Dolch und ich gebe euch Macht. Ewiges Leben wird euch gehören. Ewiges Leben? Wenn die, die ich liebte, durch meine Schuld starben? Ich wähle den Tod. Heilige Scheiße. Herzlich willkommen zum Prince of Persia Let's Play. Dies hier gehört euch. Der Dolch der Zeit. Aber er liegt sicher in der Schatzkammer meines Vaters. Wie... Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist wie ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch und ich werde euch ein Märchen erzählen, wie ihr es noch nie gehört habt. Wisse zuerst, dass ich der Sohn Sharaman. Deshalb bin ich hier. Um euch und euren Vater zu bewegen, diesen treulosen Visier einzukerkern, bevor er euch verrät und uns allen Verderben bringt. Sein Signal ist ein brennender Pfeil. Kommt ihm zuvor und die Armee meines Vaters wird wissen, dass der Verräter entlarvt wurde. Sie werden umkehren. Ein tolles Märchen, ja. Doch ich kenne die wahre Geschichte. Ein Soldat auf der Suche nach Ruhm drang ein in die Gemächer der Tochter des Maharajas und wurde getötet von mir. Eieiei, ein letzter Kampf? Euer Hoheit, zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr fliehen. Jawoll! Ich kümmere mich um den Eindringling. Eieiei. Was für ein Zauber ist das? Hört auf damit! Prinzessin, er kam, um euch zu entführen. Ihr traut ihn noch nicht. Er wird euch betrügen. Der Sultan ist ja mal gut drauf. Alles wird geschehen, wie ich es vorhersagte. Wie einfallsreich. Vergesst nicht, er ist ein persischer Soldat. Na komm. Ich hab euch die Wahrheit erzählt. Als ob, du Lügner. Es ist geschehen. Wird geschehen. Ich meine, so ähnlich. Zack, zack. Kämpfe ich gerade gegen Echten? Ha! Was sagst du denn dazu? Eure Ausführungen sind sehr amüsant. Ja. Simsalabim, Hokus, Pokus, Fidibus. Er möge urteilen. Da musst du schon selber kommen, du Maharaja. Visier,
Ich befahl aufzuhören. Verweigert ihr den Gehorsam? Ich habe schon so lange die Befehle eines Greisen befolgt. Euer Vater war in der Jugend ein großer Krieger. Zumindest sollte das die Welt glauben. Eine Schande, dass ein Sohn nicht nach ihm kommt. Eieiei, du. Vielleicht sind sich Vater und Sohn doch ähnlich. Es scheint, als teilten sie die Vorliebe für Raub und Plünderung. Spar dir deinen Atem. Ja. Das bisschen, was du noch Alter hast. Mann, du wirst nämlich gleich gar nichts mehr zu sagen haben. Ihr erkennt mein Leiden. Ich kümmere mich um den Eindringling. Ihr seid wohl eher selbst der Eindringling. Zack, zack und zack. Glaubt ihr, wer? Ja, ich glaube das. Ihr könntet mich besiegen. Vorsicht! Beanstreng dich nicht! Dolch benutzen sollen. Ja, probieren wir gleich mal. Wir haben ja genug Zeit im Dolch. Keine Chance, alter Mann. Eieiei. Aber du verstehst es zu kämpfen. Eieiei. Versuch was wert. Mal sehen, was der gute alte Walljump gegen dich anzubieten hat. Ah, da kamen wir durch. Komm mal her, komm mal her. Na los, komm mal her. Ah, geht nicht, okay. Jawoll. Zack. Und ja, kannst du machen, was du willst. Ah, aber du holst ganz schön aus. Ah, ich stehe auf Endbosskämpfe. Ha! Zack! Skirr! Skirr! Dreh! Komm! Dreh! Und geh! Und schaka! Bam! Zack! Jetzt! Mit dem Dolch! Zack! Besonders geil finde ich, dass er so ein Ding hat wie Jafar von Aladdin. So endet es. Was wird der Maharaja fühlen, wenn die eigene Tochter vom Sohn seines Feindes erschlagen wurde? Wünscht ihr, dass ich der Prinzessin etwas ausrichte? Bevor ich sie töte, vielleicht ein paar Worte der Liebe? Du hast nichts mehr zu erzählen, du blöder Mann. Ich war unsterblich. Beinahe. Beinahe. Dann ist es wahr. Er ist der Verräter. Nehmt dies. Bringt es zurück in die Schatzkammer eures Vaters. Bewacht es gut. Ich schulde euch Dank. Aber warum habt ihr so eine unglaubliche Geschichte erfunden? Haltet ihr mich für ein Kind, das solch einen Unsinn glaubt? Ich sagte, ich schulde euch Dank. Ihr verlangt zu viel. Unglaubliche Geschichte erfunden. Haltet ihr mich für ein Kind, das solch einen Unsinn glaubt? Ihr habt recht. Das war nur ein Märchen. Wartet. Ich kenne nicht mal euren Namen. Nennt mich einfach Kakolukiam. Eine geile Sau. Ja, meine Damen und Herren, das scheint das Ende des Spiels zu sein. Geil. Sag mal nicht, dass das nicht ein geiles Märchen war, hä? Diese geile Musik.
Entwicklungsteam, Producer Yannis Mellert, kreative Leitung Patrice Desilet, leitender Programmierer Claude Lemoine Langlais, leitender Leveldesigner David Shatovnov, was auch immer, Art Director Raphael Lacoste, Alex Drunen war auch dabei, Simon Tremblay und so viele andere Leute, die so verdammt cool waren, dass sie so ein geiles Spiel gemacht haben. Danke an euch, Pierre-Luc Papineau, geiler Name, großartig, das Spiel hat super viel Spaß gemacht. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir genießen jetzt gemeinsam den Abspann und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder beim Prince of Persia The Warrior Within Let's Play. Mal sehen, wann ich damit anfange. Ich werde damit irgendwann anfangen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einfach richtig viel Spaß hattet bei diesem geilen Märchen und genießt einfach mal diesen geilen Soundtrack. Na, hoffentlich kriege ich da nicht wieder mit YouTube irgendwelche Rechtsprobleme, wenn ich das abspiele. Falls jemand weiß, wo ich den Soundtrack herkriege, ich bin über Informationen sehr dankbar. Ah, Stuart Chatwood, da kriege ich die Antwort ja quasi gerade. Foley-Spezialist, was auch immer das ist. Miesroch. Aha. Sound Graphics von Dante Daintracks. Geil, geil. Sprachbearbeitung war auch da, deshalb waren die Sprecher so gut. Der Prinz im Englischen von Juri Loventhal. Aha, aber die Deutschen interessieren mich da eigentlich viel mehr. Ah, in Deutsch ist es Serit Schmidt-Voss und Farah von Ulrike Stirnsbecher. Großartig, sehr gut gemacht, Jungs und Mädchen. Die deutsche Version wurde koordiniert von Stefan Dinger. Die Übersetzung war von Dieter Pfeil und Stefan Dinger. Großartig. Tonproduktion Krauthausen war Tonstudio. Krauthausen. Da sind die Sprecher nochmal. Linguistentester? Ich weiß gar nicht, was Linktester heißt. Die Filmsequenzen wurden von Ron Martin in der Leitung gemacht. Aha. Großartig, waren sehr gute Filmsequenzen. Großes Lob an euch, Jungs. Qualitätssicherung gab es auch, ist ja heutzutage ganz wichtig, unter der Gesamtleitung von Eric Tremblay. Aha, und noch ein Eric war leitender Tester, so. Stellvertretender leitender Tester war François und Frédéric. Und da sind die ganzen Tester, ihr habt eine wahnsinnig gute Arbeit gemacht. Gab ja kaum einen Bug, außer so 4, 5. Wunderbar in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens, so wie es sein muss. Oder irre ich mich? Nee, war größtenteils in alphabetischer Reihenfolge. Kompatibilitätstests gab es auch, aha. Marketing ist heutzutage auch ganz wichtig. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier so viel quatsche. Ganz einfach deshalb, damit YouTube nicht wieder mit seinem Filter sagt, dieser Song ist UMG oder was weiß ich. Und deshalb das Video einfach nicht hochladen lässt. Daher hier ab und an einfach mal ein kleiner Kommentar von mir. Ich fasse einfach mal kurz zusammen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr habt das Spiel genauso genossen wie ich. Hoffentlich kramt ihr es vielleicht selber mal aus dem Regal und zockt es eine Runde. Wie gesagt, eine Dreierpackung von The Sands of Time, von Warrior Within und von The Two Thrones gibt es für einen Fünfer bei Saturn. Kauft's euch, lohnt sich. Und macht verdammt viel Spaß. Oh, besonderer Dank. Das erstaunliche Prince of Persia Team. Aha. Sehr erstaunlich. Auf die drei Frauen in seinem Leben. Aha. Penguins, Caffeinated Peppermints. So. Programmierer sind doch lustig. Okay, da läuft der Abspann aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, Jungs. Und tschüss.